Also ich finde im Grunde zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist, dass der Betriebsrat, wenn es einen gibt, mit eingebunden wird und dass aber auch die Menschen, die eben dann nach diesem Modell arbeiten müssen, dass die gefragt werden und dass sie ermutigt werden, sich eben auch zu ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu äußern. In der Pflege haben wir oftmals das Problem, dass die Kolleginnen eben nicht so mit ihrem, wie soll ich sagen, mit ihren eigenen Wünschen rausrücken, unter anderem deshalb vielleicht auch, weil sie das gar nicht so genau wissen. Sie wissen vielleicht, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und ich denke, das ist so ein Knackpunkt, wo die Kolleginnen und Kollegen auch Unterstützung brauchen, das für sich zu erarbeiten. Und da kann ich im Grunde jedem, der sich mit einem neuen Arbeitszeitmodell beschäftigen möchte, raten, den Prozess frühzeitig unterstützen zu beginnen, damit dann eben am Ende das Modell auch eine große Akzeptanz findet.